Hey Leute, willkommen zurück zu Max Plays Age of Wonders Planetfall. Letzte Woche haben wir nach ganzen 6 Episoden die Amazon-Kampagne abgeschlossen auf Avium SK51 und gehen heute auf den Planeten mit dem eingängigen Namen Z17.P2-27.XXX.96. Kann man sich ganz leicht merken. Wird wahrscheinlich mein neues Passwort irgendwo. Ja, wir nehmen Shae Mara vom Syndikat. Und die ist eine Synthese, das sind so die Hacker. Die können Maschinen und auch Cyborgs eventuell hacken und kompromittieren und gehen halt viel auf schön sexier, gehen schön auf Elektroschaden, was auch ganz gut mit dem Syndikat harmoniert. Die haben nämlich auch Psionik- und Elektrowaffen. Genau, die Perks, die sie hat, ist Scharfschütze, senkt Wirtschaftsforschungskosten und Wohnstätten geben weniger, also man kann günstiger Sachen von Wohnstätten kaufen, wenn ich ziemlich gut kriegt, ein bisschen mehr Energie, verliert aber Energie pro Runde, also minus 10 Energie pro Runde und sie kriegt aber einen zufälligen Mod am Anfang. Ein ambitioniertes Syndikathaus begehrt die Geheimnisse eines verbotenen Planeten. Also diesen, ich glaube die Story hinter ihr ist, sie ist ein relativ unbekanntes Syndikat, also so oder ein Haus im Syndikat und die wollen halt ein bisschen groß rauskommen. Ah, ich erinnere mich genau an die zweite Mission. Die ist ganz schön kranker Scheiß. Die erste Mission weiß ich gar nicht mehr. Guck mal. The universe was created with two kinds of creatures in mind. The ones that rule and the ones that serve. For generations, the syndicate houses were the ones to rule. Until the emperors grew envious of our wealth and robbed us of our heritage. Now, with the Star Union gone, a new age of syndicate hegemony is at its dawn. Our associates may not always find our offers appealing, but they rarely complain. Not successfully, anyway. Ja, also hier eine Sklaverei und Scheiß. Since the passing of my brother in an unfortunate accident, it has become my duty and privilege to lead House Nidar through these eventful times. There are rumors of House Timor falling from grace, leaving a vacancy in the ruling seven that many will intend to fill. Mm-hmm. Over the course of the past few weeks, our hackers have tapped into the communication relays of our fiercest competitors, sending some rather volatile, falsified diplomatic messages in their names. That should keep them busy fighting amongst each other for a while. Time that we need to draw up our plans. An old associate of mine, Zul'Najian, has contacted me. He claims to have found a source of power that will assure House Nidar's place in the ruling seven. It is an ancient secret, sealed away on a planet whose entire records have been wiped from the old Imperial archives. Zul has proven to be a reliable source in the past, so I have decided to personally take care of this matter. House Nidar und Zul'Najian bin ich jetzt gar nicht mehr sicher. Haben wir den schon mal in der Kampagne jetzt gesehen? Mit so Namen und so bin ich nicht sehr bewandert, deswegen also schreibt ruhig mal in die Kommentare, ob wir die schon mal in einer anderen Mission mit denen zu tun hatten. The unnamed planet lies before us, its surface still shrouded by atmospheric clouds. My instincts tell me that Zul was right, and House Nidar's future fortune is buried somewhere down there. It is only a matter of finding the right shovel to dig it up. Also ein winzig finde ich immer gut, also wenn die Karten nicht so groß sind. Land, also sehr wenig Wasser, viel Land, Brückenkopf und Otto das Gerät, das zu versprochen hat. Und wir werden auch noch andere Leute natürlich auf dem Planeten finden. Spacer. So. Was sagt sie? Endlich sind wir gelandet. Leider sind im Landeanflug einige Schäden entstanden. Der gesamte Planet ist von einer Vielzahl atmosphärischer Störungen umgeben. Es wird nicht einfach, ihn wieder zu verlassen, wie dem auch sei. Darum kümmern wir uns später. Zul, wie lauten die Koordinaten des Geräts? Ach, der ist direkt ein Held von uns auch, das fetzt ja. Hab Geduld, Shae. Unser Ziel ist aufgrund der schwierigen atmosphärischen Bedingungen nur schwer auszumachen. Wir können unsere Scanner verstärken, indem wir auf die Energiereserven eines alten imperialen Energiekomplexes zurückgreifen. Ich habe in der Nähe unserer aktuellen Position einen entdeckt. Und noch etwas.
Das Klima des Planeten ist ungewöhnlich wechselhaft. Die Bedingungen können schlagartig von trocken auf arktisch wechseln. Das hatten wir auch schon mal. Wir haben Hinweise auf schnelle Erosion im Boden entdeckt. Auch wenn es momentan sehr warm ist, können die Wetterbedingungen schnell umschlagen. Behalte das bei deiner Planung deiner Kolonie im Hinterkopf. Ja, wie soll man das denn planen? Den sollen wir nur beanspruchen, den müssen wir nicht einnehmen. Und ich sehe hier schon direkt Leute, die für 60 Dingsbums zu uns kommen wollen. Das können wir auch für Einfluss übernehmen. Und hier ist dann auch schon Ende. Das brauchen wir nicht unbedingt. So, und das ist unser Scout hier. Der Läufer, den hatten wir auch schon ein paar Mal. Und das ist eine Hackerin. Man springt zweimal und verursacht Taumeln. Kompromittiert. Das muss ich mal wieder nachgucken, was das kompromittiert heißt. Ich glaube einfach nur mehr Schaden. Kompromittiert. Habe ich das falsch geschrieben? Das falsch geschrieben? Kompromittiert mit Doppel-T. Kompromittiert. Sie verlieren eine Stufe Widerstand gegen Taumel und den Blitzwiderstand, also mehr Schaden und andere Widerstände auch noch reduziert. Okay. Und ansonsten geht es darum, dass man möglichst viele Schuldner hat, weil die kann mir sowas, dass sie sich freuen, wenn Schuldner da sind. Gab es das nicht? Disziplinieren. Alle Schuldner an dieser Einheit erhalten eine kritische Trefferchance von 10%. Ne, das ist ziemlich nice. Was haben die? Einheit. Also dann kriegen die mehr Schaden. Aber das, dass die Schuldner sind, ist halt ziemlich gut. Und man kann dann später was kaufen, dass sie quasi alle Schuldner sind. So, jetzt sollten wir auf jeden Fall hier mal das. Oh, Vorhutflüchtlinge. Hey, ist da draußen jemand? Gefühlt sitzen wir schon eine Ewigkeit auf dieser Todesfalle von einem Planeten fest. Uns gehen langsam die Vorräte raus. Ein Großteil unserer Einheit ist bereits tot. Wir brauchen Hilfe. Eine Siedlung der Vorhut ist in der Wüste hilflos ausgeliefert. Wie bedauernswert. Sie würden es doch bestimmt begrüßen, wenn jemand sie von ihrem Leid erlöst. Sie gehören zwar nicht zum Syndikat an, aber aufgrund ihrer militärischen Natur ist die Vorhut mit Drills und Gehorsam vertraut. Sie sind bestimmt eine gute Ergänzung für den Pöbel, den unsere Aufseher verwalten. Okay. Kriegen wir zwei Schuldnereinheiten, das können wir auf jeden Fall gebrauchen. Das wird auch mit das erste sein, was wir machen, sozusagen. Oh. Sehr gut. Gerade am Anfang brauchen wir wirklich jede Einheit. Weil wir hier auch zwei Helden haben. So, dann können wir mit dem mal reden. Was? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Wir sind die Spacer, die freien Menschen dieses Landes. Wir müssen uns auf den Weg zum heiligen Schrottplatz machen. Ja, die sind total. Die haben zu viele Space Drugs genommen. Die glauben jetzt an den großen Schrottgott oder sowas. Um neue Materialien zu sammeln. Aber zuerst müssen wir an einem großen Gildenüberfall teilnehmen. Wir sind also beschäftigt. Triff dich mit Acer Stark, dem Anführer der lebenden Bildnis, und frag ihn nach diesen Teilen. Jetzt empfange ich etwas. Sie haben uns Koordinaten eines Schrotthaufens gegeben. Anbei eine Wunschliste mit verschiedenen Schrottteilen. Amüsant. Also gut, sehen wir uns an, wozu das führt. Diese Spacer wirken ziemlich primitiv. Wir könnten sie bestimmt manipulieren. Es könnte sich als äußerst hilfreich erweisen, wenn sie den Rücken ihrer barbarischen Konstrukte für Haus Neider an die Schlacht reiten. Schaffe Schrott. Das schiebt uns natürlich jetzt in die komplett andere Richtung. Dafür könnten wir aber diesen Pickup da noch mit holen. 43. Okay, und da gibt es auf jeden Fall jede Menge Zeug zum Aufnehmen noch. Natürlich ein bisschen ärgerlich, dass es jetzt hinter einem Gebirge liegt. Okay. Also, wenn ich das sehe, ist hier Nahrung das große Problem. Produktion sollte nicht das Problem sein, deswegen machen wir hier auf jeden Fall eine zentrale Biofarm. Ja, also das ist schon direkt mit allem drum und dran, also auch mit den anderen Bedingungen hier. Ja, unser Ziel ist jetzt, das einzunehmen und dann hoch zu dem zu gehen. Achso, sie hat eine zufällige. Was hat sie? Oh! Wir schon übernimmt alle Verfügung. Ja, geil. Und er hat Kristallschrotflinte. Sie hat ein schönes Sniper, ne?
auch mit Elektro und Blitzbola ist ziemlich gut. Ja, die Psytech-Granate ist jetzt nicht so der Mega-Hit, aber okay. Du gehst auf jeden Fall da hoch. Okay, das werden wir auch machen werden. Dann nehme ich dann unten, nächste Runde, das unten auch noch angreifen. Mit der Wache wahrscheinlich. Obwohl, die schafft es nicht. Wir machen natürlich mal einen manuellen Kampf, um uns auch ein bisschen darauf einzustimmen, wie das jetzt so ist, als Syndikat vorzugehen. Die Schultern sind wirklich das, wie sagt man, die Backbone, das Rückgrat der ganzen Armee. Die können Sachen machen wie zurückschleudern und sowas. Die haben mehrere Angriffsmodi, die haben noch den hier. Der gibt ein Taumeln und Rückstoß. Ja, also das ist an sich schon gut. Dann haben die alle Überwachung. Du kannst halluzinierend hervorrufen. Im AOE. Du kannst mal Drohne beschwören, die angreifen kann. Und die haben auch was Cooles. Zelebrare Überschreitung macht, dass sie nochmal alle ihre Aktionspunkte zurück, immer die Todgänge taumeln. Und ihre nächste Runde kann nicht unter Null fallen. Also das ist eine ziemlich mächtige Fähigkeit. Du bleibst hier. Du bleibst auch erstmal hier. Die hat diesen Hacker, Flüssigungsvirus und den Defektdämon, Cyborg oder mechanische Einheit taumeln und eventuell deaktiviert, was glaube ich ein Stun im, entspricht. Die stehen auf jeden Fall ziemlich gut da, wenn man jetzt irgendwas AOE-mäßiges hätte. Jetzt gelähmt. Egal. Du würdest trotzdem versuchen, über die da hinten zu erwischen. Fehlschlag. Und du kannst heilen. Okay. Streiftreffer, okay. So eine Kristallschrotflinte, ne? Puff. Enemy eliminated. Ja, und du bleibst einfach hier schön defensiv. Jetzt wissen sie vor. Die ganze ziehen. Treffer. Du kommst mal vor, also halb, ne? So nach und nach vorgehen, oder? Optimiert, also mehr Schaden. Muss man einmal treffen. Oder zwei Streiftreffer. Serves them right. Komm, treffen. Sehr gut. Enemy destroyed. Noch näher bewegen, nicht so richtig, ne? Versuch's einfach. Elektrifiziert macht ja im Endeffekt auch, dass sie mehr Schaden kriegen durch Elektroangriffe. Du kannst ihn einfach heilen. Aber es geht und eventuell ihn sogar die nächste Runde. Unit under enemy control. Ah, ja, genau, genau. Mhm. Elektrifiziert macht sogar Schaden mit der Zeit. Pew, pew, pew. Hexler MP. Our forces are victorious. Becher MP? Häcksler. Objective completed. Oh, Aufputschmittel. Blue Rim. 39. Oh, Happa Happa, Alter. Muss einer von euch jetzt in den Nahkampf gehen? Wahrscheinlich du. Das ist zwar schon Fernkampfspezialist, aber das ist egal. Du kriegst jetzt hier Happa Happa. Und eine Blitzbola vielleicht sogar. Oder macht das Taumeln?
Den schönen AOE-Angriff ist eigentlich ziemlich gut. Und wer kriegt jetzt diese Aufputschmittel? Kostenlose Aktion. Bam. Kriegt er aber diese Drohne. Zack. Bestätigen. So. Tja, du kannst ja gar nicht weiter. Zielort, okay, den nutzen wir auf jeden Fall. Wir haben ja ziemlich viele Flüsse, ne? Wenn man mal ehrlich ist. Und wenn wir gerade hier nächste Runde weitergehen wollen, schicken wir schon mal ihn dahin, einfach weil wir den am wenigsten brauchen. Hier gibt es auch wieder was, was wir auf jeden Fall frei machen müssen. Weil wir wollen hier nach Norden expandieren. Ich würde gerne das dann einnehmen und als Dingskolonie haben. Als, wie heißt so schön? Ich komme jetzt nicht drauf. Als Wohnviertel sozusagen. So, und was wir hier vor allem brauchen, statische Aufladung. Nee, was gab es hier? Das hier. Blitzgegenschlag für Nahkämpfer ist super wichtig. Das ist nicht ganz so wichtig. Also 20% Treffsicherheit ist ziemlich gut. Vor allem im Zusammenhang mit 10% auf alle Schaden integriert, wodurch sie die Synthese einfach verbinden kann. Oder integriert. So, da müssen wir jetzt mal nachgucken. Integriert. Aha. Ist alle in einer Schutzhaft werden integriert. Das ist, weil die hier können so verschiedene Sachen mit integrieren oder was? Lässt ein künstliches Bewusstsein in einer dies setzt die Abklingzeit und einmal die Kampffähigkeiten von verbündeten integrierten Einheiten zurück. Sendet ein Dämon aus, der sich mit der ausgewählten integrierten Einheit verbindet, ihren Status zurücksetzt. Es werden alle, okay, also Heilung und Daten integriert, weiter die Dauer aller aktiven Dämons und Unterprogramme. Ja, damit könnte man diese integrierte Geschichte nutzen, wahrscheinlich. Alle Angriffe von Waffen haben eine Chance wieder kompromittiert. Auch nicht schlecht. Also. Was ich gerne hätte, wäre das. Da könnte man jede Einheit zu einer Schuldnereinheit machen. Das ist immer ziemlich gut. Ansonsten. Mal der dunklen Flamme gibt halt 20% Schaden. Mantra der Klarheit. Fokus Gift. Mantra des Lebens. Also hier, die fände ich ziemlich gut. Und da ist auch das hier, diese Blitzverteiler, sind beides ziemlich gute Sachen. Wir machen erstmal das auf jeden Fall. Und das und dann dieses mit diesen Schuldeneinheiten hoch. Gesellschaftsforschung bin ich jetzt, wie gesagt, eigentlich dafür für Flussüberquerung. Aber für geborene Schuldeneinheiten werden die Kosten Kolonien reduziert. Alle Schuldeneinheiten darunter. Die mit Mods dazu geworden sind, Unterhaltungskosten reduziert. Das ist eigentlich ziemlich gut. Aber das finde ich hier noch am besten. Gewährt zusätzlich für jede Fraktion. Und wir haben ja auch einen Doktrinplatz mehr. Aber ich würde trotzdem den Marineeinsatz erst machen, weil wir einfach so viele Flüsse haben. Und wir müssen uns ja möglichst gut fortbewegen können. Machen wir die Spezialisten-Dings, weil wir werden hier zwei Schuldner erhalten. Wir brauchen halt noch einen Aufseher dazu, damit wir irgendwie eine Gruppe bilden können. Laserangriffe, Truck, Psychopath, so ein Psychopath könnte man eventuell brauchen. Später. Und jetzt machst du hier einen Angriff. Geht das automatisch? Ja. Und jetzt kannst du nämlich versuchen, so schnell wie es geht hier zurück. Dahin zu kommen sozusagen. Du kommst mit. Den
sofort. Schließen. Das ist ein von so einem Dings da wohnt. Okay, da können wir mal gucken, ob es irgendwas zum Aufsammeln gibt. Lohnt sich ja meistens. Da könnten wir den freiräumen. Wir können sogar überlegen, ob wir hier in der Nähe von hier irgendwie eine Siedlung gründen will. Das ist zum Beispiel direkt hier, wo dieser Spawner ist. Wäre eigentlich eine super Siedlung, weil es hier auch Kosmet gibt und von diesen beiden Generatoren ziemlich nah dran ist. Da können wir einfach überlegen, dann zeitnah einen Siedler zu produzieren. Dann nehmen wir auf jeden Fall das, ne? Production ready. Und der Syndikat-Vollstrecker ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Den haben wir einen Nahkampftypen mit Dingsbums, ist auch immer ziemlich gut. So, nehmt den erstmal immer mit hier. Wir werden dann demnächst die Leute aufteilen. Wir machen jetzt erstmal noch einen Aufseher. Da gibt es ja irgendwas. Ah, da vorne gab es auf jeden Fall was. Zum Aufnehmen. Oder müssen wir das dann mitnehmen? Ansonsten gucken wir hier erstmal schön weiter. Da vorne gibt es was. Nehmen wir mit. Ansonsten gibt es hier anscheinend schon direkt einen Gegner, wenn ich das richtig sehe. Okay. Das werde ich wahrscheinlich, weiß nicht, oder das wandeln wir zu einem Siedler um und gründen eine Vorhut-Geschichte. One of my regulars, a scientist developing arc weaponry, said that I was his inspiration. Neue Forschung, das mit dem Elektroneinschlag, Marineeinsatz. Und da ist jetzt auf jeden Fall das gefordert. Was entdecken wir da? Okay, das sind auch Feinde. Können hier nämlich das hier schon angreifen. Mit der Hilfe von dem. 60 machen wir auf jeden Fall. Kann man das automatisch hin? Kommandanten aufwerten. Das müssen wir mal gucken. Störender Hack. Nee, strategische. Da müssen wir kurz gucken, was die strategische Verteidigung so an sich hat. Ne, Forschung. Taktische Operationspunkte. Operative Stärke. Was bedeutet das? Operative Stärke. Operative Stärke erhöht Operationseffektivität und damit die Chance, dass deine strategischen Operationen und Geheimoperationen Erfolg haben. Je höher deine operative Stärke, desto höher deine Erfolgschancen. Also das sind die globalen, oder was? Die Stärke von Operationen gegen Sektoren, in denen sich der Held befindet, wird erhöht. Geht so. Scharfes Auge. Mehr Sichtweite auf der Weltkarte, überlegene Überwachung. Wobei beim Einsatz 25% mehr Schaden. Nee, du kriegst hier Infanterie. Du im Endeffekt auch. Du wirst ja demnächst auch eine eigene Armee bekommen. Siedlung eingenommen. Begib dich zur Siedlung von und wirf die Einwohner vom Haus nahe, indem du deinen Einfluss oder metallische Macht einsetzt. Wenn ich jetzt sage, eine Kolonisteneinheit um einen Altes, ja. Okay, guck mal, jetzt haben wir hier eine. Zwei Schuldeneinheiten und demnächst noch eine andere Einheit. Das heißt, wir könnten, oder können, nicht nur könnten, können auf jeden Fall dann nächste Runde nochmal eine zweite Gruppe jetzt aufmachen. Weil man natürlich für hier es gut wäre, wenn man eine ganze Gruppe hätte. Starke Gruppe. Und du sollst dann da oben eine Siedlung gründen. Tendenziell. Okay, das sollten wir auf jeden Fall noch einnehmen.
Da wollten wir jetzt hier erkunden, was da los ist. Ah, hallo, du hast einen anderen Spieler getan, denkt, es wurde keine Diplomatin, weil ich den nicht kenne. Den möchte ich treffen. Hallo. Das war eine angenehme Überraschung. Ich freue mich, euer Haus auf unserer Meditationsstätte willkommen heißen zu dürfen. Ich bin Asek Stark. Was soll der ganze Schrott? Ich dachte, die Spacer wären die Einzigen, mit diesem Schrott spielen. Das Metall dient einem anderen Zweck, wenn es das Licht der Celestianer so will. Ich habe den Spacern schon oft gesagt, dass sie sich gern alles nehmen können, was wir nicht verwenden. Aber sie halten uns für fühlende Bildnisse. Könntest du ihnen den Schrott bringen, den sie wollen? Wir bauen ein Raumschiff, um Reise diesen Stern anzutreten. Die Spacer wollen durch diese Atmosphäre fliegen. Das könnte tatsächlich ein unterhaltsames Spektakel werden. Ich werde sehen, was sich machen lässt, aber ich kann nichts versprechen. Hier für den Shot an der angezeigten Wunschstelle. Objective completed. Hab ich gemacht, okay. Musst du dann da hingehen, okay. Nochmal so eine Kampfstandorte. Hier ist nochmal eine neutrale. Okay, Kriegstreiber brauchen wir alles nicht. Können wir das mal beschleunigen für 6 Energie? Wäre schon ziemlich gut, oder? Jetzt wollen wir ja doch keine Siedlung machen. Machen wir eine Verstärkungsfabrik. In der Zeit. Hier müssen wir uns dann nochmal in einer Gruppe vereinigen, dass wir halt alle den Bonus kriegen und dann müssten wir hier hochgehen. Das einnehmen. Ja. Und dann geht es hier hoch, um das alles einzunehmen. Die Spacer wollen wir halt auch gerne irgendwann integrieren. Hier liegt noch was rum. Ja, ihr seid Assembly und fahrt jetzt hin und her. Ja, da wollen wir eh hin. Das passt. So. Und jetzt gehen wir einfach trotzdem mit unserer Hauptgruppe dahin. Weil so eine Standarte ziemlich gut ist. Genau. Und ihr stellt euch hier bitte so daneben hin und wartet ab. Okay. Tja, wie gesagt, was gibt es denn auf Stufe 4? Fluchtmodul. Hacker-Dämon. Gedanken kontrolliert zu werden. Okay. Persönliche Waffenexperte auch Stufe 4. Schildbatterie Stufe 4 auch. Okay, also Stufe 4 brauchen wir 1, 2. Und dann sparen wir jetzt auf jeden Fall die Punkte. Bei ihm genauso. Ist ja auch Synthese. Liefer mal den Schrott ab. Hier bitte, ich habe gehört, ihr würdet den Schrott um euer Raumschiff brauchen. Auf in den Himmel! Und das ist kein Schrott. Der Typ, den ich vor 5 Minuten ersetzt habe, behauptet, dass das Fleisch da oben besser schmecken würde. Und jetzt her mit diesem himmlischen Teil. Um ehrlich zu sein, haben wir keine Ahnung, wie man ein Raumschiff baut. Könntest du uns bitte zusammenbauen? Bitte? Was? Ihr könnt es nicht zusammenbauen? Ihr wolltet doch die Teile. Naja, ist doch logisch, dass wir den heiligen Schrott nicht anfassen können. Immerhin ist er heilig. Hey, da sind die Baupläne. Wenn du das für uns tust, geben wir dir unseren zweitbesten Schrott. Meine Güte, dir muss man auch alles erklären. Ich habe gerne Zeit für diesen Unsinn. Haus Snyder muss sich um wichtigere Angelegenheiten kümmern. Sie haben aufgehört zuzuhören. Objective completed. Oh nice, Space Psychopath. Okay. Produktion oder was? Okay. Ein Psychopath ist genau das, was wir brauchen. Da haben wir nämlich fast 2 Gruppen voll, wenn ich das sehe. Dann könnten wir auch diese Dingsterbums dann damit machen. Okay, was ist hier? Okay. Das kriegt man sicher irgendwie hin. Wir haben immer noch einen Doktrinplatz offen. Alle Plätze. Okay. Wahrscheinlich können wir ja beide gebrauchen. Weniger Schuldner und weniger das, ehrlich gesagt. Produktions-Dingsbums. Operations available for priming. Das machen und dann die Schuldnerverträge. Aber das zuerst.
Na. Na, dann produziert den Schrott, wa? Genau, jetzt müssen wir uns halt ein bisschen aufteilen. So. So, einen Platz hätten wir noch theoretisch frei. Mal gucken, die werden dann auch verschiedene Aufgaben erledigen. Ich werde die ja nicht zur selben Stätte immer schicken. Ein bisschen Verschwendung. Die gehört schon irgendjemandem. Grün. Wer ist grün? 45. Da muss schon in der Nähe bleiben. Wir wollen die dann schon kaufen. Okay. Ja, wir werden die jetzt erstmal noch zusammen losschicken, oder? Beziehungsweise werden wir danach gleich die beste Gruppe aus beiden bilden. Objective completed. Oh. Und dann zusätzlich auf alle Fähigkeiten und hält Abreißer. Abreißer macht. Was heißt Abreißer? Abreißer mit SZ? Ja. Abreißer macht, dass es mehr Schaden macht. Also, dass es auch. Wie heißt's? Schaden auf Umgebungsobjekte macht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Da kommt auf jeden Fall Mr. Dude mit seinem Habba Habba noch. Da fährt der Psychopath raus vielleicht, ja? Kaufe 5 Gegenstände. Empire Task completed. Botschafter, das wäre auch was, was wir auf jeden Fall auch noch wollen. Besser als die Schuldnerverträge. Da kriegen wir mehr von Aufträgen. Das ist wichtig. Oh, da sind wir ja direkt schon ziemlich gut. Hüttler und Plünderer ist das aus Schuttbergen. Jeder Kampf erhält so eine Menge Energie. Das ist ziemlich gut. Jetzt wollen wir hier mal reingucken, was hier geht. Das ist schwer, aber machbar. Zumal wir hier hacken können. Und schon strategische Operationen haben. Was wir jetzt natürlich noch nicht gemacht haben, ist unseren Schuldnern Mods zu geben, was natürlich ein bisschen schade ist. Das wäre nämlich ziemlich gut jetzt, wenn die elektrifizieren würden. Okay. Wir haben dich mit Happa Happa und so, das ist ziemlich gut. Ich will ja schon direkt jemanden treffen. Ja. Und so erstmal, oder? Ich habe einen AOE Köpfchen. Vergessen. Schön, dass du jetzt deinen eigenen Dude da blockierst. Nicht gut. Ohne der Einschlag. Ohne der Einschlag. Operations ready. Okay, jetzt kann der dich nämlich selber direkt heilen. So. Guck mal, sie kann nur eine olle Blitzbulle jetzt noch machen. Handlungsunfähig. Handlungsunfähig. Kann sich nicht bewegen und er hat nur Nahkampfangriffe. Okay. Kompromittiert. Wer kann noch was machen? Du.
Ah, der bleibt immer so nah ran, den. Enemy down. Enemy down. Du kannst dich eh nicht bewegen. Und dann auch die Frage, was können wir noch machen? Blitzentladung. Ich schlag Taumeln. Auch auf die Großen. Sehr gut. Das könnte reichen zum Kill, theoretisch. Der kann sich nicht bewegen, das ist ziemlich gut. Heilt ihn, okay. 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 Der muss sich dann nächste Runde heilen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Er kann auch andere heilen, das ist natürlich super dumm. Reicht nicht, um es zu killen, ne? Klar. Wir holen den Dicken jetzt mal runter. Sandschlag. Reicht nicht ganz. Enemy eliminated. Er kommt nochmal wieder. Enemy down. Okay, der kommt erst an nach zwei Runden wieder wahrscheinlich. Jetzt starte ich Aufladung. 75% ist nicht schlecht. Mal dahingehend, dass der jetzt eventuell sogar sterben könnte. Jetzt Entladung. Serves them right. Und kill. Und Happa Happa vor allen Dingen. Streiftreffer. Streiftreffer. Scheiße. Der Streiftreffer war jetzt ein bisschen ein Problem. Effekte geläutert. Desto triffst du es wahrscheinlich auch besser. Du gehst mal. Reichweite. Das war mega fail. Geh mal hier hin. Vielleicht ziehst du ja jemanden auf dich. Dann ist der jetzt wieder da. Enemy down. Oh ja, sehr gut. Enemy down. Okay, du kannst gar nichts machen. Gut, Blitzpolar ist nämlich noch nicht wieder da, gut zu wissen. Okay, mit dem Happa Happa wird schwierig. Tut weh, ich weiß, aber er überlebt. Gut,
kriegen wir hin. Und du machst es am besten mit Happa Happa, da kriegst du noch ein bisschen Leben wieder zurück. Sehr gut. The Syndicate rules Festmahl. Supreme. Auf jeden Fall Belohnung, ja. Jetzt müssen wir uns wieder aufteilen. So. Aber vor allen Dingen brauchen wir diese Kolonie. Siedlung umbenannt. Nein! No! Ach, wir können gar nicht, weil da direkt eine Siedlung ist. Alles klar, okay, also haben wir nicht mal was falsch gemacht. Sollten wir mal gucken, wie hier das so aussieht. Weil man eventuell auch hier ein guter Siedlungspunkt, weil das in der Nähe von dem Typen wäre und von dem. Aber eventuell wäre dort sogar besser, weil wir dort den Teleporter noch mit haben. Hier eine Siedlung zu gründen. Schauen wir mal, wer das ist. Spieler treffen. Bravo 05. Bitte kommen. Bravo 05. Verdammt. Moment, ich höre noch jemanden auf diesem Kanal. Verdammt, noch ein Syndikat. Als hätten wir nicht bereits genug Probleme mit diesem verfluchten Ardelli. Diplomatie ist wohl nicht deine Stärke, Kommandant. Was, wenn das andere Syndikat hier würdevoll aufgetaucht ist und dir einen Ausweg aus dieser misslichen Lage angeboten hat? Du kannst mich mit deinen Worten nicht täuschen. Woher willst du wissen, in welcher Zwickmühle ich mich befinde? Wenn du gerade erst auf diesem Gefängnisplaneten angekommen bist. Nein, ich verlange, dass etwas unternommen wird. Bring mir den zentralen Stabilitätsprojektor aus der nahegelegenen Voidtech-Komplex. Dann können wir uns unterhalten. Weiß jetzt nicht, ob ich das so unbedingt machen will. Mal ganz ehrlich, wenn mir so freundlich entgegenkommt. Ja, also, und hier bräuchten wir 34, okay. Beansprucht. Spacer, säubere Beutelanlage. Gibt es noch was anderes, was wir produzieren wollen würden? Nee, ne? Dann kannst du auch weiter die Spacer-Geschichte da produzieren. Ansonsten wäre halt zu überlegen, wohin wir weiter explodieren. Wahrscheinlich jetzt hier dahin halt. Ja, dann ohne den, ne? Das ist auch nochmal was. Seht ihr das? Jetzt die Frage, ob wir uns mal aufteilen. Ich bin mir echt unsicher, was wir jetzt genau wollen und was nicht. Hier ist ein Spawner. Geht ihr mal dahin, den Spawner dort aufhalten. Mit ihm zusammen. Du gehst dann hier vor mit der. Okay. Doctorin enacted. Sehr gut. Nie die Syndikatsgründen, ja. Ich würde mal interessieren, wem der Omega-Dingsbums gehört. Ob das den Spacern gehört wieder? Ne, okay, den müssten wir wirklich freiräumen. Das wird wohl nichts. Nicht so schnell zumindest. Okay, da ist gerade jemand rausgekommen, aber das wollen wir natürlich trotzdem auch. Okay. Bogen, Schrei der Zwietracht, einfache Aktion, persönlich Tollheit. Könnten wir überlegen, ob wir das nehmen. Hier ist auf jeden Fall einiges los wieder. Möchten wir noch eine Scout-Einheit irgendwie, ne? Die da mal hinguckt. Sollte man zwar eigentlich nicht mit solchen machen, aber. Da nämlich eine Kolonie ist, dann brauchen wir hier keine Kunden. Könnten wir die auch da gründen oder was? Keine Ahnung. Kümmert sich auf jeden Fall erstmal um den Spawner da hinten. Da ist auch gerade jemand rausgespawnt direkt, wie wir drüber sprachen. Da hinten scheint es einiges zu geben. Wieder so eine Spacer-Dingsbums. Und was sollen wir hier machen damit? Säubere. Da könnten wir ihn ja vielleicht hinschicken. Und ich gucke gerade, was könnte er noch brauchen?
noch ein Syndikat Vollstrecker wahrscheinlich. Du kriegst das hier auf jeden Fall. Das auch. Wahrscheinlich ihr beiden auch. Ansonsten haben wir noch nicht viel, ne? Du könntest das auch noch kriegen. Vollstapel, du hast das schon. Gut, haben wir das auch erstmal ein bisschen ausgegeben. Jetzt die große Frage, ob wir für ihn jetzt noch einen Vollstrecker produzieren. Aber ich würde erstmal die Aufgabe erfüllen. Da haben wir dann wieder Einfluss, den wir hier brauchen für diese, für dieses Gebiet. Ja, 6 habt ihr gesehen, das sind ganz schön viele. Müssen wir schon hingehen. Nicht beschleunigen, weil es ein Auftrag ist, ne, ist klar. Arc-Weapons allow us to disrupt the electrical signals. Jetzt wollen wir das haben. Forderung der Spacer. Akzeptieren. Colony established. Das sieht richtig gut aus hier. Das Gebiet. Nahrung ist immer das Problem. Deswegen zentrale Bioform. ...75. Brauchen wir doch einiges. Dann muss ich halt dort eine Kolonie gründen. Nicht auf dem Kosmid. Wäre auch okay. Ich muss trotzdem jetzt die Leute hier mal ausschalten. Dann mich um die kümmern. Schauen wir mal. Ich verliere keine Einheiten. So, und zwar, wir machen das am besten. Überwachung. Moment. Aufputschmittel. Dann überwachen. Du gehst dahin. Halt's hier nochmal, einfach als geht. Du gehst hier mal ein bisschen in Flankierungsmöglichkeiten und ihr geht hier weiter auf Überwachen. Halt, das sind alles großteils Nahkämpfer. Wenn die irgendwie reinkommen wollen, dann kriegen die einen Überwachungsangriff. Und gleich immer 3 von jedem. Bah, weg. Operations ready. Na, auf geht's. Die schießt als letztes, würde ich sagen. Vielleicht sogar auf den. Okay, ist egal, also wenn eine Einheit da steht oder ein Umgebungsdingsbums, ist vollkommen egal. Trifft halt nie, ne? Enemy annihilated. Du könntest da dann hingehen, okay, und du könntest. Chemikalien macht. Taumeln und irgendwas. Kau. Okay, sogar weiter. Haben wir Glück. Puff. Enemy down. Okay. Problem ist, sie hat nur noch Blitzkohle als Zweitwaffe, also das gefällt mir irgendwie überhaupt nicht.
sondern ich hätte eher noch einmal draufhauen müssen. Nochmal so ein Zug. Und ein Klingenhund. Belohnung nehmen. Der Klingenhund geht direkt mal zurück in die andere Gruppe. Da brauchen wir keinen Verstrecker, da wird es halt so ein Klingenhund. Und jetzt kann man nämlich richtig loslegen. Fluchtmodul ist ziemlich gut. Hacker-Dämon versucht einen zu übernehmen. Ansonsten können wir noch eine Schildbatterie machen wir auf jeden Fall. Und eigentlich auch persönlicher Waffenexperte. Hacker-Dämon sparen wir uns noch auf. Ja, ich finde halt schon gut, wenn wir hier noch ein bisschen aufräumen. Hier gibt es auch noch eine Standarte, die hätte ich dann noch gern. Geht das automatisch? Nee. Wir können jetzt wirklich hier noch beide Kämpfe machen, diese Runde, wenn wir die Leute halt aufteilen, was wir halt machen. Also der mit seinem AOE-Angriff ist ein bisschen blöd. Genau genommen können die alle ziemlich gut AOE. Ja, du bleibst erstmal schön weit hinten. Ich gehe hier lieber mal dahin. Du dahin. Du heilst ein bisschen. Und er geht, versucht hier zu flankieren. Sollte man so eine Blitzanladung dann mal einsetzen. Operations ready. Reicht zum Kill, ja. Enemy killed. Okay. Einer musst du treffen, oder? Enemy annihilated. Oh, dann tötest du den da hinten. Enemy eliminated. Noch er? Macht wahrscheinlich noch. Okay. Okay, wow. Our forces are victorious. Hier als Problem sehe, ist dann jetzt hier, okay, der kommt sogar die Runde gar nicht zurück. Dann warten wir einfach und der Spacer kriegt noch diese Verteidigungsgegenschlag-Dingsbums. Produktionsentwicklung. Ja, Produktion oder die Umweltaufbereitung und da kriegen wir auf jeden Fluss auch Nahrung, das ist immer gut. Weil wahrscheinlich mehr erstmal Grenzanlagen brauchen. Wenn ich mir das so angucke. Okay. Ähm, 34. Diese Pyramidenkomplex. Ich brauche keine Messung, um zu wissen, dass der Grund für diese Anwesenheit des Planeten ist, der, dass er der Grund für uns ist. Das Vektorlicht, die um das Hauptgelände platziert wurden, erinnern mich an die Synthesetechnik. Langsam wird es interessant. Anschließen. Können wir direkt anschließen. Müssen wir nur einnehmen. Können wir mal gucken, was da auf so uns wartet. Auf uns wartet da so. Wenn wir da mal reingucken sozusagen. Ansonsten würde ich in der Gruppe oder mit der Gruppe, je nachdem, wahrscheinlich mit der dann hier so quer durchmarschieren. Hier würde ich das schon irgendwann auf Einfluss machen lassen. Das müssen wir nach Möglichkeit gewinnen, sonst haben wir wieder keine Hauptstadt. Ah.
Bleibst ruhig hier hinten. Wir können auch Dinge einsetzen. Operationen sollten wir auch machen. Wir sollten auf jeden Fall hier gewinnen. Operations available. Naja, ich bleibe mir auf jeden Fall stehen. Versuchen wir mal hier einen noch zu kriegen. Sehr gut. Und ja, da wart's nur ab, da kannst du nächste Runde noch mehr heilen. Und jetzt noch nicht. Ja. Siehst du? Komm schon. Enemy destroyed. Enemy destroyed. Ja, ist jetzt, wenn der einer stirbt, ist egal. Ja. Und da kann nächste Runde auch nicht sterben. Okay. Enemy killed. Ja, einer muss so treffen. Okay. Na egal. Wie gesagt, selbst wenn einer hier stirbt, ist egal. Shame. Gut, Hauptsache wir haben die Stadt gehalten, damit die supreme Produktion noch durchgeht. Okay, fertig. Wir haben uns an die groben Baupläne des Base gehalten, so gut es möglich war, aber meine technischen Berater meinten, dass das Schiff im besten Fall ein übergroßes Feuerwerk dienen würde. Wunderbar, genau wie ich es mir vorgestellt habe. Joppy hat den Plan fertig angefertigt und ich habe ihn mir vorgestellt. Hier, deine Belohnung. Etwas aus dem Fahrzeug fällt auf den Boden. Ich habe keine Ahnung, was sie damit anfangen wollen, aber endlich ist dieser Zirkus ein Ende. Objective completed. Okay, so einen Truck kriegen wir. Und Dingsbums, sehr gut. Schwäche ausnutzen. The intent is the control of an asset, not its destruction. True power is. Noch ein Psychopathen dazu. Haben wir erstmal so ein Spacer-Fahrzeug noch? Das ist auch leicht, oder? Ne, ist eine schwere Einheit. Okay. 34, haben wir nächste Runde. Jetzt würde ich eigentlich gerne hier alles Mögliche machen. Pazifist. Ich glaube, ich mache hier aber Schluss, weil das dauert alles zu lange jetzt. Ich möchte nächste Woche gucken, was hier so drinnen versteckt ist. Das könnte ich eigentlich jetzt nochmal fix noch machen. Das brauche ich wirklich nicht lange. Ja, ich will ja nochmal gucken. 1000, okay, das geht an sich. 1000 kriegt man auf jeden Fall hin. Also das muss man auf jeden Fall räumen und anschließen. Ja, das heißt, wir müssen das räumen und sobald die hier genügend Leute haben, das anschließen. Wir könnten auch überlegen, ob man erstmal das hier hinten anschließt. Was mir jetzt gerade nicht gefällt, sind die hier, die da in der Nähe sind. Das sollten wir ihn mal zum Verteidigen mit hinstecken. Fürs Erste. Ja, dann werden wir hier aufräumen, ich werde die killen, werden das machen und werden dann uns ein bisschen so in die grobe Richtung bewegen. Vielleicht machen wir das mit der Hauptgruppe und das andere hier mit der Nebengruppe, weil die eh immer hier ist. Die macht sich
das hier ausschalten. Und nächste Runde können wir, wie gesagt, das hier noch freimachen. Und du sollst eine Kolonie dort gründen. Da müssen wir halt gucken, dass die vorher sterben. Genau. Aber haben wir einiges zu tun für nächste Woche? Ja, freue ich mich drauf. Gut, an der Stelle wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.